gibt ja zu jeder Glocke eine Schablone. Durch die Glockenwandstärke wird der Ton höher oder tiefer praktisch. Dann fangen wir an zu mauern. Es wird ein Ziegelkern aufgemauert. Auf den Ziegelkern kommt dann Lehm drauf. Der wird mit der Schablone abgezogen, bis dass der Kern ganz glatt ist. Da kommt dann auf den Kern die falsche Glocke drauf, also eine Lehmglocke. Die Lehmglocke wird wieder ganz glatt ausgedreht dann und dann kommt die Beschriftung auf die falsche Glocke. Wir sind hier beim Glockengießen in Passau und meiner Erinnerung nach ist es die erste Glocke, die wir überhaupt als EKN für eine unserer Kirchen gießen lassen. Das heißt für eine, die uns selbst gehört als Landeskirche. Diese Glocken sind für die Lichtkirche in speziellen Glockenträgern. Natürlich werden die hängen und sie werden die Lichtkirche selbst ergänzen mit einem wunderschönen Geläut. Und dann kommt der grobe Lehm drauf. Das ist dann die äußere Schicht der Mantel. Der ist ungefähr 20 bis 25 cm stark. Desto größer die Glocke, desto stärker der Mantel. Und nebenbei wird die Krone aufgebaut, die Aufhängung, wo die Glocke später dann aufgehängt wird. Die Glocken werden von Menschen geläutet und sollen besonders ihnen in ihren Erinnerungen an Vergangenes oder in ihren Gedanken an Zukünftiges helfen, sich ihres Lebens zu vergewissern. Sie läuten bei besonderen Anlässen. Wir läuten sie jetzt auch bei Taufen, bei Trauungen, vielleicht auch bei Beerdigungen, selbst an der Lichtkirche. Kann alles passieren. Die Glocke wird ja eingegraben, weil es ist ja viel Druck hier, dass der Mantel nicht auseinandertaucht vom Kern, sonst rinnt das Metall dann im Boden und die Glockenform ist leer. Mobile Lichtkirche ist eine Kirche, die für eine kurze Zeit oder für eine längere Zeit, ein halbes Jahr oder auch nur 4 Tage Heimat abbildet für erstens das Team, das diese Kirche betreut, für die Lichtkirchenpfarrerin oder Pfarrer und natürlich auch für die Menschen, die in dieser kurzen Zeit die Kirche an sich mal wieder erleben, drinnen und draußen erleben. Die Lichtkirche kann man ja vielfach auch im Netz sehen und kann sehen, was sie Besonderes alles noch hat. Sie hat ja eine Innengestaltung, eine Außengestaltung, kriegt doch jetzt ein Kunstwerk, das Darmstädter Kreuz. Und natürlich gehören eben auch die Glocken dazu, die in mir etwas zum Klingen bringen können.